Wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen. Guten Morgen. Und willkommen aus Kandy, Sri Lanka. Ja, auch so kann Kandy aussehen. Und wie ihr seht, wir haben uns mal richtig gegönnt für die letzten Tage. Also ist bald vorbei unsere Sri Lanka-Reise. Und das Ding ist, ab jetzt gönnen wir uns immer so, weil, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir verkaufen nämlich jetzt Presets. Und seitdem sind wir reich. Und deswegen schlafen wir ab jetzt nur noch in solchen Unterkünften. Genau, und ohne Pool läuft sowieso nichts. Nee, also ich hoffe, ihr kommt damit klar, dass wir jetzt ein bisschen unseren Lifestyle ändern. Wir machen jetzt auch Yoga, Morning Routine. Und wir haben unser Leben grundlegend geändert, seitdem wir viel Geld... Okay, sorry. Nein, es war natürlich nur Spaß. Also das mit den Presets ist ernst gemeint. Und wir freuen uns wirklich, dass sie gut bei euch ankommen. Wenn ihr nicht wisst, was Presets sind, das sind quasi Filter, die ihr auf eure Fotos legen könnt. Also so bearbeiten wir auch unsere Fotos. Das könnt ihr auf dem PC oder auf dem Handy machen und dann sehen eure Fotos so aus wie unsere, zumindest so ähnlich. Es sind 20 Presets insgesamt, wenn ihr alle kauft, ja. Also ihr habt verschiedene Stile dabei. Also wenn ihr Bock habt, die auszuchecken, dann könnt ihr das gerne machen. Wir sind aber nicht hier, weil wir Presets verkaufen, sondern wir sind hier, weil wir für die Unterkunft nichts bezahlt haben, weil wir hier Videos geshootet haben für 2 Tage, also für euren Instagram-Channel. Vorzüglich, aber auch könnt ihr gerne auf der Website benutzen, was ihr wollt. Videos, Fotos gemacht von der Property, vom See hier. Hier kann man nämlich Stand-Up-Paddleboarden zum Beispiel auf dem See. Also super schön. Und da haben wir ein paar Videos gemacht. Und das wollten wir euch nur kurz mitteilen, weil ich glaube, es interessiert euch auch, was wir so machen, wie wir so Geld verdienen. Und das ist so eine Sache, wo wir verdienen, Geld reinzubringen. Und es macht uns auch mega Spaß. Also wir lieben es so, kreativ zu werden in so einem Ort, vor allem wenn es so ein schöner Ort ist und einfach coole Videos zu machen. Deswegen haben wir das hier die letzten Tage gemacht, sind mega happy darüber und wir müssen auch sagen, wir wurden hier echt verwöhnt. Also Win-Win, würde ich sagen. Ja. Win-Win-Win für uns eigentlich. Win-Win-Win. Aber der Traum ist vorbei. Also heute geht's weiter. Zurück ins normale Leben. Wir fahren jetzt hier noch ein Stück weiter. Es ist nicht weit entfernt zu so einem coolen Monument. Zeigen wir euch. Ja. Und mal sehen, wo wir heute landen, weil letztendlich müssen wir morgen das Tuk-Tuk zurückgeben, ja. Weil wir morgen dann quasi abfliegen. Wir wollen nicht in Colombo übernachten, da wäre die erste Nacht geschlafen, das war fürchterlich. Ja. Und der Flughafen an sich ist in Negombo oder eher bei Negombo, das ist ein kleines Stückchen höher. Deswegen wollen wir halt irgendwo auf der Strecke zwischen hier und Colombo schlafen. Negombo. Correct. Wir wollen das Tuk-Tuk in Negombo abgeben. Da auch, ihr könnt das Tuk-Tuk in Negombo am Flughafen in der Nähe direkt auch ausleihen, haben wir jetzt festgestellt. Ja, kostet 10 € Aufpreis, 10 Dollar, ja. Aber dafür müsst ihr nicht von Colombo nach Negombo fahren. Genau, ja. Haben wir heute erst rausgefunden. So läuft die Sache. Genau, also starten wir den Tag und let's fetz! Let's fetz! Fetz mal! Let's go! So Leute, kurze Planänderung, wir mussten zum Mechaniker. Irgendwie sind unsere Bremsen ziemlich am Sack, habe ich zumindest das Gefühl. Also es fühlt sich voll unsicher an zu fahren. Ich kläre das mal kurz. Yes. Hi. Und wir müssen immer, er versteht leider kein Englisch, deswegen rufen wir immer bei den Tuk-Tuk Rental an. Die sind übrigens jederzeit erreichbar. Und die übersetzen uns gerade und helfen uns weiter, weil wir... Es waren tatsächlich schon zwei knappe Situationen, wo wir schon was finden, weil jemand bereit ist. So, he's driving us to another place. Yeah, okay, cool. Also, wir fahren woanders hin. So, da sind wir beim Tuk-Tuk-Mechaniker, wie man sieht. Ich glaube, er hat kurz mal drunter geguckt und war schon so, ja, da ist was. Ich bin mir aber nicht sicher, weil, wie gesagt, spricht kein Englisch. Wir haben einen am Telefon, der uns immer ein bisschen hilft, also die von Tuk-Tuk Rental. Hat jetzt auch gerade nochmal angerufen, ne, um zu fragen, was ist. Und ja, dann rufen wir die immer an und sagen, was die hier sagen. Und dann übersetzen die wieder und dann sorgen die auch dafür, dass wir nicht zu hohen Preis bezahlen. Aber ich sag mal, ja, die wirken hier relativ ehrlich, aber das weiß man nie. Naja, wir warten jetzt erstmal und halten euch auf dem Laufenden. Jetzt werden wir aufgebockt. Oha! Okay, wie leicht ist das Ding einfach? Man kann es einfach hochheben. Ja. Richtig witzig. Oh.
Für all die Automechaniker unter euch, könntet ihr das auch lösen oder ist es ganz anders als beim Auto? Das würde ich jetzt mal gerne wissen. Ich glaube, der will, dass der jetzt Öl reinfließt. Ah, jetzt. Ja. Lang. Lang, okay. Jetzt wird auf jeden Fall viel. Oh, jetzt hat er irgendwas rausgenommen. Press. Okay. Ja. Stopp. Okay. Also, alle meinen, sie hat es verstanden. Ja, wenn ich es nicht verstanden habe, ist die Bremsflüssigkeit da ausgelaufen. Deshalb, wir haben die nämlich immer wieder nachgefüllt und dachten uns schon ja, so, stimmt, das ging boah, krass. Alle. Aber wir dachten halt, naja, der hat auch gesagt, wir sollen darauf jeden Tag achten. Deswegen dachten wir, naja, gut, dann wird das halt beim Tuk-Tuk so sein. Ja, stimmt, wir haben schon über eine Flasche reingefüllt. Ja. Okay, wir sind wieder on the road und also im Nachhinein betrachtet richtig dumm. Wir sind bestimmt so 3-4 Tage mit 10% Bremskraft gefahren gefühlt. Und was ich auch noch sagen wollte kurz ist, die waren jetzt zum Beispiel wieder super nett. Und als wir jetzt gerade den Bremstest gemacht haben, meinte er, ja, ich will dir ja noch ein antikes Vehikel zeigen, ob dich das interessiert. Und ich halte mal was an. Und wir haben ja in der Instagram vor allem erzählt, dass wir hier manchmal negative Erfahrungen gemacht haben mit Locals, die einen abziehen wollen. Aber ich war natürlich wieder direkt so, nee, keine Zeit, weil ich dachte, er will mir jetzt irgendwas wieder verkaufen. Aber er war einfach nur nett. Und das ist genau das, was wir so schade finden, weil dadurch, dass man so oft verarscht wird, vertraut man dann den netten Leuten nicht mehr und ist so voll vorsichtig. Und das ist voll schade. Wollte ich nur mal kurz sagen, ja, wir gucken jetzt mal auf die Uhr, wie spät es ist, und dann fahren wir vielleicht noch zum Tempel. Müssen wir mal gucken. Leute, falls ihr mal wissen wollt, wie so ein Monsunregen aussieht, gucken wir mal so. Sehr feucht. Und hier drin ist es wie ein fahrendes Zelt. Wir haben unsere Finger hier zugemacht. Es ist nicht ganz trocken, ne? Aber es ist schon, man fühlt sich wie in einem Zelt, das fährt. Und dann, es knistert so die ganze Zeit vom Regen, ist eigentlich ganz geil. Sagen. Ich muss durch den Monsun hinter Ihnen am Ende der Zeit bis zum Hinterzeit. Also wir sind froh, dass wir die Bremsen machen lassen haben, weil das geht mit 10 km/h hoch, also ist so krass steil wie der und auch relativ schlechte Straße. Und runter mit der anderen Bremse wären wir auf jeden Fall gestorben. Im wahrsten Sinne. Wir haben es geschafft. Ich glaube, wir sind am höchsten Punkt der Welt angekommen. Es war so krass. Also das ist, boah, ich weiß nicht, ob man das mit dem Tuk-Tuk machen sollte. Ich freue mich schon auf den Weg runter. Nicht? Guck mal, wo wir sind. Wir sind so hoch. Unnormal. Einfach ganz oben. Gefühlt. Ist es Regen da? Ja, oder? Ah ja, sieht nach Regen aus. Und wir sind hier auch wegen dem View, aber... Aber weshalb wir eigentlich hier sind, ist dieses komische Ding, das Spiral. Das ist gerade in der Baum, da gehen wir jetzt hoch. Das sieht schon lustig aus. Jetzt sind wir hoch. Und das ist einfach 360 Grad View. Und was man bei den 360 Grad aussieht, sind schwarze Wolken. Oh oh. Also wenn wir jetzt anfangen zu pissen, dann kommen wir hier nie wieder runter. Scheiße. Jetzt gehen wir noch ganz oben. Das ist halt wieder von der neuen Perspektive. Boah, siehst du den Regen? Du Scheiße. Leute, habt ihr sowas schon mal gesehen? Das ist einfach, also Regen offensichtlich, aber es sieht so krass aus. Einfach so in dem Bereich, wie sich die Wolke so ausregnet. Ich passe gar nicht lang mehr. Ich passe ja nicht lang. Pass hier nicht lang, sag ich.
Hast du hier so runtergefilmt? Klar. Hier, so direkt. Boah, es ist schon irgendwie krustig. Also ich habe ja kein Problem mit Höhe, aber das, aber hier schon. Das ist schon hoch. Ja. So wie beim Fallschirmschluss. Nee, das ist ganz. Und übrigens, falls ihr euch fragt, wie wir auf diesen Spot hier gekommen sind, haben wir von unserer Tuk-Tuk-Gruppe. Also bei Tuk-Tuk Rental haben sie den empfohlen und da gibt es auch diese WhatsApp-Gruppe. Und da waren ein paar Leute hier. Also dachten wir, wir checken das mal aus und teilen den kleinen Geheimtipp mit euch. Kannst du ihn nicht drehen? Ich kann nicht. Elle steckt fest. Geht's? Nee, ich brauche dich nicht, mich nicht. Noch mehr über das Gelände. Ah, langsam. Okay. Ja, also lohnt sich auf jeden Fall herzukommen. Es ist super creepy. Ich weiß nicht, wie viel ihr einen Tuk-Tuk-Fahrer bezahlen müsst, damit ihr euch hier hochfahrt. Wenn ihr selber fahrt, Respekt. Ist auf jeden Fall eine krasse Hochfahrt, aber es lohnt sich. Ich glaube, dieser View ist einzigartig und noch ein bisschen gruselig. Und ich habe so Schiss vor dem Regen da, aber ich glaube, der kommt hier nicht her. Oh mein Gott. Das ist so creepy. Und jetzt in die andere Richtung. Richtig geil. Leider ist Drohneverbot. Ja, nee. Das wäre natürlich richtig geil. Das wäre cool nochmal, ja. Oh, das wäre so nice. Ja, oh, okay. Wir wollen ja nicht verhaftet werden, gell? Nee, wollen wir nicht. Okay. Okay, los. Gehen wir runter. So, Freunde, hier ist das Gerät nochmal von unten. Ich finde das unten, dieses lange, dicke, sieht irgendwie komisch aus. Von oben sieht es eigentlich cool aus und mit der Drohne müsste es so cool aussehen. Aber was soll man machen, ne? Hier sind zu viele Zeugen. Aber richtig cooler Spot hier, also wenn ihr in der Nähe seid oder wenn ihr Bock habt auf was Besonderes hier zu sehen, wo nicht so viele Leute hingehen, dann ist das auf jeden Fall ein cooler Tipp. Das ist auf jeden Fall eine geile Aussicht und es ist eine Stunde von Candy entfernt, würde ich sagen. Also bei den meisten denke ich mal auf der Strecke. Ja, wir quälen uns jetzt noch den Berg hier wieder runter, hoffen, dass wir überleben und dann fahren wir Richtung Elephants, oder? Sí, señor. So Leute, wie versprochen, ein paar Elefanten am Start. Voll viele, ich sind richtig gehört, viele. Und das, ich fand das Coolste war eigentlich, dass sie so alle durch diese Stadt da gelaufen sind. Und dann dachte ich so, okay, gleich die Invasion der Elefanten. Aber ja, es sieht schon ganz schön aus hier. Also wir sind in, wie heißt es hier? Tambalabimbum. Ja. Ich blende es wieder ein. Die Namen hier sind uns sehr zu kompliziert, die können wir uns nicht merken. Ah, Pinalanda. Natürlich. Und das ist eine Elefantenauffangstation. Also das heißt, für Elefanten, die irgendwie verletzt waren und die es nicht mehr schaffen, in freier Wildbahn zu überleben, die werden hier gepflegt. Und das Problem ist nur, mit diesen Elefanten, die sind so krass, wie soll ich sagen, aus der Natur gezogen worden, dass sie es nicht wieder zurück in die Natur schaffen. Genau, die haben ihre Instinkte verloren. Also die würden wohl nicht mehr in der Natur überleben. Wir genau. Sind keine Elefantenexperten. Nee. Nochmal dazu. Und zweites Problem ist, die zeugen ja auch neue Elefanten und die müssen dann auch immer in Gefangenschaft leben, weil wenn sie in Gefangenschaft aufwachsen, schaffen sie sich in die Natur. Ihr merkt, hat das alles immer positive und negative Seiten. Genau. Dazu müssen wir sagen, wir haben jetzt nur dieses Baden gesehen. Wir wissen nicht, wie es denen sonst geht. Ja. Und wir wissen, dass Elefanten grundsätzlich ein heikles Thema sind. Ja, deswegen reden wir auch direkt darüber. Man merkt es ja. Ich meine, wir hätten es auch einfach zeigen können und sagen können, okay, schaut es euch an oder lasst es. Aber man muss sagen, das ist immer kritisch. Wir sind hier auch nur vorbeigefahren, weil es auf dem Weg war. Und wir müssen sagen, also sieht das nicht schlimm aus. Und wenn es wirklich stimmt, dass die Elefanten, sag ich mal, so gerettet werden, dann ist es okay. Wie im Zoo zum Beispiel, wenn, sag ich mal, Arten, die vom Aussterben bedroht sind, dort gerettet werden, ist es okay. Aber sie leben halt immer noch in Gefangenschaft. Also es ist sicherlich nicht so geil, als wie in freier Wildbahn zu leben. Das ist so unsere Meinung dazu. Deswegen sind wir ja auch gemischter Meinung. Und wir finden auch, gerade in Sri Lanka gibt es überall Elefanten. Und man muss sicherlich nicht hier vorbeikommen, um Elefanten zu sehen. Man sieht sie so oft in freier Wildbahn, einfach so. Man sieht sie auch auf Safaris in krassen Mengen. Ich kann mal den Nationalpark einblenden, wo man am meisten Elefanten sieht.
Und deswegen würden wir sagen, wir wissen nicht, ob das hier gut oder schlecht ist. Was ihr auf keinen Fall machen solltet, ist Elefantenreiten oder so. Das ist auf jeden Fall schlecht für die Tiere. Und es ist sicherlich auch immer besser für die Tiere, in freier Wildbahn zu überleben, zu leben, zumindest wenn sie gesund sind. Unsere Sri Lanka-Reise ist jetzt vorbei. Richtig. Das ist unser letzter Halt. Wir fahren jetzt nur noch zum Flughafen, geben das Tuk-Tuk ab und steigen ins Flugzeug. Und dann fliegen wir in ein Land, wofür ihr uns hasst oder liebt, dass wir dorthin fliegen. Wir wissen es noch nicht. Das sehen wir dann. Und ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt, wie immer. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Lasst 2 Daumen nach oben da bitte. Wir brauchen mehr Daumen nach oben. Das ist also echt ein Witz. Nein, Spaß. Und ja, wir ersparen euch das ganze Fliegen und sehen uns dann im neuen Land wahrscheinlich. Oder mit noch ein paar Tipps von hier in anderen Videos, wie immer. Bis dann. Ciao.